Hallo und herzlich willkommen. Ich grüße alle hier bei Kachelmann Wetter. Ja, wir schauen auf die Aussichten, die vor allem ab nächstem Wochenende bzw. ab Sonntag doch höchst unsicher sind. Da gibt es große Unterschiede in den Wettermodellen. Es rangeln so richtig kühle Luftmassen, herbstliche Frische aus Nordeuropa gegen wirklich Rekordwärme nochmal von Frankreich, von Südwesteuropa her. Recht interessante Karten schauen wir uns dazu gleich aber auch noch an. Ich will ja immer auch ein bisschen verifizieren. Gestern Sturmlage, Kaltfront, was kam wirklich bei rum? Und man muss im Großen und Ganzen sagen, insgesamt, ich bin ja immer ehrlich, sind die Spitzenwindböen an der Kaltfront auch im Süden und im Osten Deutschlands, wo ja der Schwerpunkt war, so ein bisschen unter den meisten Modellprognosen der hochaufgelösten Modelle geblieben. Dennoch, nicht zu verachten, gab es einige doch sehr hohe Windgeschwindigkeiten, ganz vereinzelt auch sogar mal orkanartige Böen und einzelne schwere Sturmböen. Das sind mal ein paar Spitzenwindgeschwindigkeiten, die ich hier herausgesucht hatte. Auch bei Dresden mal ein Gewitter durchgezogen, speziell der Schwerpunkt auch so Sachsen, Brandenburg. Und wir sehen zum Beispiel auch Potsdam mit einem Gewitter, was dann weitergezogen ist nach Berlin, auch mal eine schwere Sturmböe. Ja, gestern war aber auch noch Thema, dass es vor allem im Vorfeld der Kaltfront nach Süden und Osten ja nochmal ungewöhnlich warm war. Und da gab es nochmal einige neue Oktoberrekorde, die aufgestellt wurden. Auch hier habe ich mal ein paar herausgesucht. Wir sehen, in Cottbus hat es ganz knapp nicht für die 30-Grad-Marke gereicht, aber eben auch hier für einen neuen Oktoberrekord. Das ist schon sehr beachtlich. Wir sehen also, ungewöhnliche Wärme war das nochmal, die jetzt ja erstmal weggeräumt ist, aber eventuell vor allem nach Süden und Westen hin nochmal zurückkommen könnte, ab Sonntag vor allem. Dazu gleich mehr. Wir kommen natürlich erstmal zu den Aussichten für die nächsten Tage und da setzen wir direkt mal an bei der Wetterlage für den Freitag. Wir sehen ganz gut, was sich im Grunde in den nächsten Tagen tut, dass sich ein Hochdruckgebiet mit Schwerpunkt in Süddeutschland ausbreiten wird. Und je weiter man im Norden ist, desto mehr liegt man an Tiefdruckgebieten, die so von Nordeuropa immer mal wieder feuchte Luftmassen hereinschicken und insgesamt auch etwas kühlere Luftmassen. Also schon eine Teilung hoch nach Süden, insgesamt mehr tief nach Norden und nach Nordosten hin. Wie stellt sich das dar? Wir setzen bei der kommenden Nacht an, die auch recht große Unterschiede bietet. Weitere teilweise kräftige Regenschauer zum frühen Morgen hin. Von Dänemark und der Nordsee auch einzelne Gewitter nach Schleswig-Holstein ziehen herein. Insgesamt zwischen Nord- und Ostsee doch immer mal wieder nass durch Schauer. Wie gesagt, zum Morgen auch einzelne Gewitter. Sonst, je weiter man nach Süden kommt, desto häufiger ist der Himmel klar. Aber im Süden und in der Mitte so die Niederungen, die Nebeln doch häufiger ab. Dann im Verlauf der Nacht. Das heißt, hier breiten sich teilweise dichte Nebelfelder aus. Wir sehen gut, bei den Temperaturen im Süden kühlt es deutlich ab, teilweise so in Mulden, Senken, ländlichen Gebieten durchaus auch mal unter 5 Grad. Eine ziemliche Herbstfrische hier dann in der Nacht. Je weiter man nach Norden kommt, aufgrund der Wolken und ein bisschen mehr Wind, wird es jedoch häufiger zweistellig bleiben. Im Grunde gibt es eine ähnliche Verteilung dann auch für die nächsten Tage. Wir sehen, am Donnerstag kommt ein Tiefausläufer mit ein paar Schauern in den Norden her. Reingezogen. Rückseitig lockert es im Tagesverlauf vor allem in Schleswig-Holstein, aber auch so an der Ostsee wieder auf und es wird trocken. Ja, und dann gibt es so einen Streifen so von Niedersachsen, teilweise aber auch so bis Brandenburg, Berlin rüber, wo es doch überwiegend stark bewölkt bleibt. Hier teilweise auch nur so 15, 16 Grad. Das heißt, hier wird es doch überwiegend grau bleiben mit hin und wieder auch mal ein paar Tropfen oder ein paar Schauern, die dabei sind. Dann, je weiter man nach Süden kommt, kommen wir hier zum Hochdruckgebiet. Das heißt, hier teilweise mal zähe Nebelfelder, auch wird angedeutet, so Mosel, Saar, dass es durchaus länger grau bleiben kann. Teilweise auch ein Übergang in Hochnebel dann erstmal. Sonst lösen sich aber bis zum Nachmittag die meisten Nebelfelder im Süden auf. Ja, und dann scheint hier relativ verbreitet die Sonne. Die Temperaturen bleiben weiterhin eher unter 20 Grad. Wie gesagt, unter der Front im Grau teilweise nur so 15, 16 Grad im Norden in dem Streifen. Sonst nach Süden hin eher so dann, wenn die Sonne durchkommt, auch mal so 17. Bis 19 Grad. Ja, wie geht es weiter? Wir schauen in die Nacht auf Freitag, die wiederum eine ähnliche Verteilung bietet. Im Grunde im Norden aber wohl kaum noch Regen, noch mal ein paar Tropfen, die so mehr und mehr abziehen werden. Ansonsten wiederum der Süden eingenebelt und kälter, nach Norden hin ein paar mehr Wolken. Hier insgesamt die Nacht nicht ganz so kalt. Schauen wir uns den Freitag tagsüber an. Auch da gibt es wiederum eine ähnliche Verteilung, dass der Süden wiederum nach Nebelauflösung doch häufiger Sonnenschein bekommt und im Norden insgesamt ein paar mehr Wolken unterwegs sind. Teilweise ist es hier auch noch relativ windig
und es sind auch mal noch einzelne Schauer möglich. Also das müssen wir nicht groß noch weiter erläutern. Auch die Temperaturen bleiben zunächst mal auf ähnlichem Niveau. So ein kleiner Anstieg ist drin, dass wir vor allem so nach Westen und Süden hin durchaus auch mal die 20 Grad Marke wieder erreichen können. Jetzt kommen wir zum Wochenende, wo es dann schon deutlich interessanter wird. Und da schauen wir uns erstmal ganz genau die Wetterlage für den kommenden Sonntag an. Das sind jetzt mal zwei Wettermodelle, das europäische Wettermodell und das US-Wettermodell mit der Höhenwetterkarte. Und wir sehen eigentlich ganz gut in beiden Modellen, wie sich ein markantes, sehr starkes, ungewöhnlich starkes Hochdruckgebiet von Südwesteuropa langsam mit Schwerpunkt so vor allem Richtung Westeuropa, Richtung Frankreich ausbreiten wird. Und damit, mit diesem Hoch, wird nochmal ungewöhnliche Wärme, teilweise mit bis zu 30 Grad Richtung Frankreich verfrachtet. Gleichzeitig sehen wir aber auch ein Tiefdruckgebiet, einen relativ ausgeprägten, starken Trog über Nordosteuropa, der kühlere Luftmassen gleichzeitig nach Süden verfrachtet. Wir haben es also mit sehr großen Gegensätzen in Europa zu tun. Und diese Gegensätze, diese unterschiedlichen Luftmassen, treffen sich wohl allerdings unter Hochdruckeinfluss genau über Deutschland. Wir sehen nämlich jetzt mal den Unterschied hier in den beiden Wettermodellen, dass die genaue Ausrichtung zum einen des Troges über Nordosteuropa und des starken Hochs Richtung Südwesteuropa noch etwas unterschiedlich berechnet wird und wir eben genau dazwischen liegen. Relativ gut sehen wir das an der Temperatur in 1500 Meter. Da kann man immer sehr gut die unterschiedlichen Luftmassen erkennen, die ja hier unbeeinflusst sind vom Boden, sprich vom Land der Temperaturen, die ja Tag-Nacht abhängig sind, oder von den Meeren. Und wir sehen hier ziemlich gut die Unterschiede. Ich lasse das jetzt mal mehrmals ein bisschen hin und her schwenken zwischen dem US-Wettermodell und dem europäischen Wettermodell. Diese Luftmassengrenze liegt nämlich irgendwo genau über Deutschland von Nordwest nach Südost. Und das US-Wettermodell hat diese kühleren Luftmassen viel weiter nach Südwesten vorankommen über Deutschland, während das ECMWF eben eher so eine Luftmassengrenze diagonal von Nordwest über Nordost über Deutschland hat. Also wir sehen, da ist ein Gerangel drin und schon ein bisschen, das ECMWF hatte ja die sehr warmen Luftmassen weit bis nach Nordosten kommen. Davon ist es jetzt wieder abgerückt, also vielleicht eben doch ein Punkt mehr für das US-Wettermodell in diesem Fall. Aber wir werden so die nächsten ein, zwei Tage da bestimmt noch ein paar unterschiedliche Berechnungen sehen. Das heißt, das Gerangel geht wohl noch in eine dritte oder vierte Runde in den nächsten Tagen. Ja, schauen wir uns dazu erstmal an, was berechnet wird von den Tageshöchstwerten. Ja, das lustige Spiel mit den Temperaturen. Ich habe hier mal das europäische Wettermodell und einfach auch mal das Icon-Wettermodell und dann diese Luftmassengrenze eingezeichnet. Wir sehen sehr, sehr große Temperaturunterschiede. Teils unter 15 Grad, teilweise nur 12 bis 14 Grad weiter nach Norden, nach Osten, im Bereich der kühleren Luft, gleichzeitig sommerliche, ja fast hochsommerliche Werte nach Westen und Südwesten, vor allem in dieser sehr warmen Luft von Frankreich, hier doch über 25 Grad. Es gibt Modelle, die fast an die 30 noch mal gehen. Wir sehen aber, diese Grenze ist sehr unterschiedlich. Und wenn wir uns jetzt noch ein drittes Wettermodell, das US-Wettermodell anschauen, ich hatte es ja gesagt, das hat sogar die kühlere Luftmasse noch weiter nach Süden, Südwesten vorankommen. Also das Gerangel wird die nächsten Tage noch ein bisschen weiter gehen. Logisch ist, je weiter man im Südwesten in Deutschland ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass es hier sommerlich warm wird nochmal. Je weiter man im Norden, Nordosten in Deutschland ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass es hier doch eher verhältnismäßig kühl wird dann am Sonntag bzw. am Wochenende. Ja, ich habe trotzdem mal schon mal zwei Karten für Samstag, Sonntag zusammengefasst. Insgesamt eher diese feucht-kühleren Luftmassen irgendwo in der Nordosthälfte. Hier kann es auch mal wieder ein bisschen regnen, ein paar Schauer dabei sein, häufiger eher bewölkt. Je weiter man im Westen, Südwesten und Süden ist, desto eher gibt es verbreitet Sonnenschein nach lokalen Nebelfeldern und es ist deutlich wärmer. Wo die Grenze genau liegt, das können wir einfach heute noch nicht sagen. Wenn wir für die nächste Woche schauen, geht das Gerangel selbstverständlich weiter, wenn schon der Sonntag unsicher ist. Schauen wir uns einfach mal die Karten an. Ich habe die beiden Wettermodelle mal mit den Tageshöchstwerten herausgesucht. Mal für den Montag hier sehen wir auch schon, es wird sehr unterschiedlich beurteilt. Das europäische Wettermodell lässt die Wärme viel weiter reinkommen und während das US-Wettermodell eben da vor allem nach Norden, Osten noch kühler ist. Und am Dienstag gibt es nach beiden Wettermodellen schon ein bisschen wieder die Tendenz, dass die Wärme sich ein bisschen mehr nach Norden, Nordosten rein
schiebt. Aber wir sehen schon, ausführlich diskutieren brauchen wir das gar nicht, weil es da sicherlich eben noch das Gerangel in den nächsten Tagen weitergeht. Auch hier lässt sich logischerweise sagen, je weiter man im Westen, vor allem im Süden, Südwesten ist, desto eher wird man hier mit hoher Wahrscheinlichkeit auf der warmen Seite sein. Je weiter man im Norden, Nordosten ist, sprich auch Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es hier doch verhältnismäßig kühl bzw. deutlich kühler bleibt. Ja, das mal also das Gerangel für Montag, Dienstag. Ihr seht schon, wir können einfach erstmal nur Modellkarten schauen. Ein bisschen interessant, aber die genaue Vorhersage, die ist noch schwierig. Was ich allerdings auch noch zeigen wollte, ja, das Gerangel, das geht im Grunde überwiegend trocken über die Bühne. Wenn wir uns mal die Niederschlagsmengen dann bis Dienstag anschauen, praktisch in weiten Teilen Deutschlands kein Tropfen mehr die nächsten 7 Tage jetzt in etwa, beziehungsweise 6, 7 Tage. Allerdings im Bereich der kühleren Luftmassen, wo die Luftmassen dann so ein bisschen aufeinander stoßen, das heißt so im äußersten Norden, Nordosten, hier kann es auch mal zeitweise regnen, auch am Sonntag. Das wäre dann eine Warmfront eben, wenn die wärmere Luft sich dort Richtung kühlere Luft schiebt. Also ansonsten aber doch in weiten Teilen Deutschlands weiterhin Trockenheit, ungewöhnliche Trockenheit, muss man schon sagen, weil das Ganze ja doch jetzt bis auf gestern den kurzen Unterbrecher schon ziemlich lange anhält. Ja, im weiteren Verlauf schauen wir uns da mal die Karten an. Und das US-Wettermodell tendiert jetzt dahin, dass dann doch der Tiefdruckeinfluss, das hatte ja auch der Langfristtrend gestern gezeigt, vor allem über Skandinavien, Nordostatlantik, über Nordosteuropa dann zunehmen wird. Weiter die Tiefs ziehen durch und eine Kaltfront würde uns erreichen. Ja, und dann wäre ein Übergang da zu deutlich kühlerem Wetter. Eine Kaltfront würde uns erreichen. Wir sehen aber nach dem europäischen Wettermodell, da wäre es auch eher so wieder ein Streifschuss. Und schon käme von Westen wieder das neue Hochdruckgebiet nach. Und da lauerte eben schon wieder Richtung Frankreich die wärmere Luft. Also man darf äußerst skeptisch sein, ob es dann, da sind wir ja schon mal im Spekulationsbereich, überhaupt einen deutlichen Wetterwechsel gibt. Oder ob es wirklich nur vorübergehend mal kühlere Luft, Kaltfront, rasch wieder das neue Hoch, rasch wieder wärmer aus Westen wird. Da sollten wir erstmal äußerst vorsichtig sein. So können wir uns mal die Tageshöchstwerte einfach dann mal für den Donnerstag anschauen und wir sehen, beide Modelle haben eine recht markante Kaltfront drin. Allerdings sehen wir, das US-Wettermodell hat die Kaltfront noch im äußersten Nordwesten liegen und lässt nochmal ungewöhnlich sommerlich warme Luft reinkommen. Das wären teilweise Rekorde für die zweite Oktoberdekade. Und wir sehen, das europäische Wettermodell hat die Kaltfront schon ein bisschen weiter nach Süden vorankommen, bis zur Mitte in etwa. Also wir sehen schon, erstmal wo die erste Wochenhälfte wiederum mit Potenzial, vor allem nach Süden und Westen hin, nochmal für Sommertemperaturen und das könnte sogar nochmal bis in den Osten pieken. Relativ interessant, was sich bezüglich Temperaturen dann erstmal in der nächsten Woche tun wird. Ich will euch dazu auch nochmal zeigen, einen Trend nämlich aus Bordeaux, was da wirklich mit diesem Rekordhoch südwestlich von uns, auch über Frankreich liegt. In Bordeaux liegt der durchschnittliche Tageshöchstwert für Oktober so in etwa bei 20 Grad. Es sind so 19,6 Grad. Das ist der durchschnittliche Höchstwert. Was sehen wir hier für Bordeaux? Es ist einfach Sommer. Es sind sogar, wenn dieser Output liegt, gerne mal 1-2 Grad zu tief. Es sind sogar viele Hitzetage noch mal am Stück mit 30 Grad drin. Dazu einfach sonnig und trocken unter diesem mächtigen blockierenden Hochdruckgebiet. Ja, und da sehen wir eben, was knapp südwestlich von uns liegt über Frankreich. Das könnte eben dann durchaus zu uns auch noch mal reinkommen. Wie ich schon sagte, am ehesten im Südwesten, Süden und Westen Deutschlands. Ja, das soll es für heute erstmal gewesen sein. Also recht interessante Aussichten, wobei einige sagen werden, ja, Regen wird es wohl erstmal in nächster Zeit für die allermeisten nicht geben. Ich wünsche allen auch eine schöne Woche. Morgen gibt es das nächste Update. Bis dann und ciao.